Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von MLTV, das Automagazin. Wir zeigen Ihnen heute, dass man auch mit wenig PS viel Spaß haben kann. Anton Stabl von der Kartworld Salzburg. Wie viel PS haben denn eure Karts? Also die Karts haben 6,5 PS, haben 200 Kubik. Wir haben dann noch eine zweite, eine Rennflotte, die haben 9 PS, 270 Kubik. Reicht man denn für Geschwindigkeit mit den Go-Karts? Da drinnen erreicht man eine Top-Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. Das ist eigentlich eh ganz schön flott. Ja, ist ganz schön flott für die Halle, ist vollkommen ausreichend, wenn man bedenkt, dass das auf eine relativ kurze Distanz gefahren wird, dass die Halle relativ schmal ist. Man hat eine Streckenbreite von 3 bis 4 Metern im Schnitt. Von daher ist es vollkommen ausreichend, die Spitzengeschwindigkeit 60 Stundenkilometern. Bei uns sind die Gäste bunt gemischt. Bei uns kann man ab dem 6. Lebensjahr Kart fahren. Da haben wir jeden Samstagvormittag eine sogenannte Kinderkartschule. Für den normalen Kartbetrieb braucht man eine Mindestkörpergröße von 1,50 Meter. Es kommen Schulklassen zu uns, freiwillige Feuerwehren, Firmen, Familienausflüge. Es waren sogar noch die Großeltern mit 90 Jahren. Hatten wir gerade letzte Woche noch einen da, was noch ein paar Runden gebrettet ist. Und wie man ja weiß von den Formel 1 Stars, die haben auch klein begonnen in Karts, nicht nur die Schumacher-Brüder, sondern auch andere. Und vielleicht gibt es auch einige Stars zukünftig in der Formel 1, die hier in der Kart-World begonnen haben. Unter anderem, die nächsten Stars werden bestimmt sein der Ferdinand Habsburg, dann im Salzburger Motorsport sind noch recht aktiv der Philipp Eng, fährt zurzeit Porsche Cup. Genauso wie der Martin Rackinger, sind alles Top-Rennfahrer und fahren internationale Top-Rennen. Also absolutes Zukunftspotenzial in der österreichischen respektive Salzburger Rennszene. So, liebe Zuschauer von MLTV, das Automagazin, ich kann euch nur eins sagen, es ist ein sensationelles Feeling. Man kann auch mit wenig PS Riesenspaß haben hier in der Kartworld in Salzburg. Vielleicht sehen wir uns einmal demnächst. Und das Schöne oder einer der schönen Aspekte bei den Go-Karts ist ja, es gibt keinen Over, es gibt keine Kfz-Steuer. In diesem Sinn, schönes, steuerfreies Fahren. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Jahr.